Und da sind wir wieder bei Evil Genius. Ich war schon kurz davor, das Projekt abzubrechen. Aber endlich verlaufen sich mal ein paar Minions darunter. Mal gucken, ob wir das eine ganze Minute dran halten können. Dass da auch eine ganze Minute jemand unten ist. Bzz, bzz. Ich habe einfach mal die Ausbildung gestoppt. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Hab dann auch schon das TV-Studio entsprechend gebaut. Fertig. Jetzt leckt's ein bisschen. Das ist einfach zu viel für dieses High-End-Produkt an Software-Technologie. Da guckt auch schon Chocolate ganz entsetzt. Also entschuldigt die Lags, Hauptsache wir kriegen das jetzt mal ein bisschen hin. Tada! Dann wollen wir mal ein böses Ultimatum stellen. Warum ist das Allerheiligste? Ach ja, ich hatte keinen Platz mehr. 5 Uhren wurden errichtet. Das fiese Genie. Ja, ich hoffe, dass sie auch errichtet bleiben. Oder wir bauen einfach noch mehr, wenn das geht. Denn umso mehr müssen die zerstören. Nicht wahr? Und wir brauchen nur 5. Das ist nicht so wie diese komische, Schildgeneratoren in Science-Fiction-Filmen und Spielen oder, Schildgeneratoren nicht, aber magische Punkte, um ein Schild zu errichten in Fantasy-Zeugs. Da reicht eigentlich immer genau eins aus, um ein Schild aufrechtzuerhalten, aber man muss natürlich alles machen. Was seid ihr? Ach, töten. So. Wir bauen weiter Funkantennen. Wir lassen uns hier nicht stören. So. Das böse Genie kommt auch an. Es könnte sein, dass das tatsächlich der letzte Part ist. Schauen wir mal. Nein, wir brauchen noch bei etwas, was 12 Minuten dauert. Aber es könnte trotzdem der letzte Part sein. Gut. Missionsziel erreicht. Suchen Sie im Missionszielbildschirm nach neuen Zielen. 12 Minuten. Bauen Sie die Rakete zur Vorbereitung des Starts zusammen. Das ist ein langwieriger Prozess und die Streitkräfte der Gerechtigkeit werden nicht einfach herumstehen und Ihnen dabei zusehen. Halten Sie ihr Gen vom Leib, bis Sie die Rakete... Das heißt so viel wie das hier. Muss ich hier noch irgendwas machen? Nein, ich muss 12 Minuten lang die Streitkräfte mir vom Leibe halten. Bordern wir mal ein paar zurück. Und natürlich, wer hat uns immer gute Dienste geleistet? Der rote Ivan. Bordern wir auch mal zurück. So, nur wo packen wir das böse Genie hin? Wir können mittlerweile, von überall hin, stellen uns hier in die Ecke. Und machen hier zu. So. Du kannst mir die ganzen Expendables schicken. Ich habe auf roten Alarm gesetzt. Und die, die noch da sind, können sich bewaffnen. Ja, ich bild hier nochmal ein paar aus. Ein paar Scharfschützen. Ach, wir haben gar keine Scharfschützen-Dingsbumse. So, wir bilden aber hier noch aus. Wachen. Und die hier. So. Stellen auf gelben Alarm. Und gehen wieder zurück. Bediensteten können keine... Ja, brauchen die auch nicht. Die brauchen kein Geld.
Die müssen nur ausgebildet werden. In meinem offenen... Ja, das böse Genie ist sicher hinter einer Tür, die schon tausendmal geknackt wurde. Gehst hier in die Ecke. Und wo natürlich so super Agenten es geschafft haben, von unten reinzukommen. Und wenn die das im Allerheiligsten machen, nun ja. So. Streitkräfte der Gerechtigkeit halten sich aber sehr zurück. Ich weiß noch gar nicht, was ihr geschrieben habt, ob wir es noch ein paar Mal durchspielen. Außergewöhnliches Mechanhalt. Ja, pff. Macht ruhig. Macht ruhig. Tja. Ich kann mir so ungefähr vorstellen, was hier eben passiert ist. Wenn ich die hier laufen sehe. Ihr könnt mir auch die ganze Basis auseinandernehmen. Ist mir ganz egal. Hauptsache ihr haltet. Hauptsache wir halten das jetzt noch 9 Minuten durch. Mhm. Oh, noch mehr außergewöhnliche Einheiten? Nö, töten. Was hast du denn mit... Du gehst da oben hin nicht verstanden. Die müssen keine Tresorräume erreichen. Die werden jetzt nur noch ein bisschen ausgebildet. Als würden die ganzen Schergen das nicht alleine schaffen. Den brauchen wir auch nicht mehr. Hier baut sich die Rakete. Sehr schön. Ja, macht kaputt. Glaubt ihr nicht, dass ich exakt für diesen Fall so viele gebaut habe? Kommt, ihr habt noch mehr Superagenten. Schickt sie alle. Kaputt. Oh. Leute, ihr solltet jetzt gezielt meine Basis angreifen. Nicht draußen rumlaufen. Die Hälfte der Zeit ist gleich schon rum und ihr seid noch nicht mal drinnen. Hier unten ist im Moment leer. Hm. Okay. Also, wir haben definitiv zu viel gesammelt. Was haben wir für eine Reputation? 85. Ist die Oma. Den holen wir uns aber auch zurück. Es bringt euch null, die Dinger kaputt zu machen. Da, oh. Mit euren Gleitern. Hm, süß. Tja, ja, ihr könnt es einfach nicht verhindern. Mein Silo ist offen. Oh, sind wir hier reingekommen? Nicht schlecht. Du kannst was aufwerten. Hier, benutze es. Dann benutze es nicht. Dann werte das hier. Kannst du nicht benutzen. Kannst das hier aufwerten? Mach was. Gold. Tja, zwei Jubais stehen hier vor. Ihr kommt hier nicht mehr rein. Ach, wisst ihr was? Hier. Für Spaß. Ihr müsstet, also, ja gut, selbst im normalen Spiel würde ich an deren Stelle alle Superagenten schicken, damit es noch irgendeinen Anspruch hat. Ja. Noch 5 Minuten. Ich will mein Genie jetzt nicht hier hinschicken. Dafür ist es dann doch zu offen.
Cora ist auch schon ganz begeistert. So, damit das aufhört. Ja, komm, wir machen Leben am Limit. Zumal der gute 10 Minuten braucht, bis der da ist. Oh. Ich hoffe, das ist erledigt, bis ich da bin. Bam, 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 bam. Und nochmal drauf gekloppt. Ich möchte nichts mehr hier sehen. Und das tue ich auch nicht. Aber witzig, dass diese Rakete aufwendige Vorbereitung braucht, so 12 Minuten. Oh. Schafft ihr es noch? Wen haben wir denn hier? Nö. Wisst ihr, ich habe noch über 7 Millionen Geld für Schergen. Auch hinüber. Ja, ja, die Schergen kommen ja so halbwegs alle vorbei. Ihr müsstet mir jetzt in den letzten 3 Minuten noch eine gewaltige Welle entgegenschicken. Das wär's doch, oder? Gut, aber was man beim Spiel sagen muss, man muss immer hier drauf achten. Immer auf die Energieversorgung. Guck mal, ich bin jetzt schon bei 605. Und habe insgesamt was um die 400. Also da muss man wirklich bauen, bauen, bauen. Wisst ihr, was man für 3 Minuten Spaß nochmal machen kann, damit die auch ja nicht mehr hier reinkommen? Das hier. Also ihr müsst jetzt einfach wie Bekloppte hier langrennen. Ja. Ihr seht, hier ist einiges los. Guck mal, was sich auf der Insel dürfte sich jetzt nicht mehr viel tun. Nö, außer dass es gespeichert wird. Ich weiß gar nicht, im wievielten Part wir jetzt sind. Sind wir noch unter 50? Das ist längst der Let's Play bei mir aber bisher, ne? Hinüber. Oh. Oh. So. Macht ruhig. Was seid ihr? Schlechte. Kommt nicht weit. Hier haben wir auch noch was. Seid gut, außergewöhnlich. Nö. Aber immerhin habt ihr Tarnfarben. Gucken wir weiter. Jetzt holt er sie aber nochmal alle, ha? Hier ist auch schon länger alles heile. Die brauchen weit mehr als 2 Minuten, um da vorzudringen. Es sei denn, sie kommen jetzt direkt innerhalb der Basis. Oh, das ist ein bisschen gefährlich, würden sie hier auftauchen. Na, man sieht schon, da ist der Kopf der Rakete. Ja. So, da haben wir dann noch eine Minute. Das ist das Problem. Denn die Welt wollte nicht hören. Und kein Superagent ist diesmal da, der es schaffen könnte. Noch nicht ganz. Haben sie noch mal welche versucht? Ist so egal. Es ist so egal.
Ach ja, das war unsere Basis. Wenn das 50 Parts waren, für ein halbes Jahr lang. Ach ja. Also für ein knappes halbes, könnte man sagen. Zusammenbau? Wer wollte das nicht schon mal immer? Finale Abschusssequenz beginnen. Außentüren werden geöffnet. Man sollte natürlich auch im Hangar stehen bleiben. Aber macht nichts. Ich höre immer noch den roten Alarm. Ja. Lang hat's gedauert. Es hat wirklich lang gedauert. Es ist vorbei. Ich würde sagen, endlich. Es ist kein Dungeon Keeper, man merkt es, es dauert einfach zu lange, die Missionen wiederholen sich, aber der Humor gefällt mir. Und ich hoffe, es hat euch doch ein bisschen gefallen, es war ein sehr, sehr langes Projekt. Mal sehen, was im Anschluss kommt. Ich werde es jetzt sofort bearbeiten und vielleicht sogar schon hochladen und dann mal sehen. Genießt den Abspann. Ich hoffe, der geht nicht so lange wie bei Baphomets Fluch 5. Die Musik ist klasse. Ja. War ein nettes Spiel. Also, wenn ihr wollt, dass ich es noch zweimal durchspiele für die anderen Enden und mit den anderen, da ist der rote Ivan. Und mit den anderen Bösewichten sagt einfach Bescheid. Eigentlich müsste dann man ja jedes Ende auch mit einem anderen Bösewicht sehen. Das heißt, wir müssen es insgesamt noch 8-mal durchspielen. So was machen? Ach ja, ich weiß auch echt nichts mehr zu sagen. Wir haben über Peter Gilbert, ja, haben über alles geredet. Wobei das Ende ein bisschen... Naja. Egal, ich kann es endlich von der Festplatte löschen. Nimmt auch so unheimlich viel Speicherplatz weg.
Ah, die Oma. Die anderen Enden, ich glaube, eins wäre wirklich der Weltuntergang gewesen und das dritte weiß ich nicht. Vielleicht findet ihr es bei anderen. Aber jetzt hat er ja genug Schergen, ne? Minions. Ich krieg's nicht mehr hin. Hat so ein bisschen was von Chop Socky Socks. Kennt ihr das? So eine Serie mit Hühnern, die einen Fisch bekämpfen in einem riesigen Einkaufszentrum. Ist ganz cool. Finde ich. Stimmen. Okay. So viele Stimmen. War doch nur... Kommt. Dank gebührt. Nein. Nein, auch nicht. Nein. Auch dieser da, diesem nicht. Auch ihr nicht. Ihr auch nicht. Nein, ihm auch nicht. Wo ist denn dem, den ihr wirklich danken müsst? Danke gebührt mir und meinen Abonnenten in umgekehrter Reihenfolge. Sierra. Hab ich jetzt nicht gelesen. Ja. Oh, Studiobetrieb. Einer. Kommt noch ein fetziges Lied? Marketing. Die Firma ist übrigens pleite, soweit ich weiß. Öffentlichkeitsarbeit. Qualitätssicherung. So, du musst sterben. Du, boah, so viele. Aha. Was habt ihr in dem Beta-Test gemacht? Habt ihr gesagt, nö, da müssen noch mehr Missionen rein. Kreativdienste, ja. Lokalisierung. Ihr musstet nur die Texte ins Deutsche übersetzen. So viele haben da dran gesessen. Aha, ein Anthony Fitzgerald, okay. Ah, Test. Ja. Carl Watson. Das Lied hatten wir schon. Und, na komm, na? Herstellung dieses Spiels, irgendwas. Ende. Oder doch nicht, doch, es ist nie ein zweiter Teil entschieden. Und damit bin ich raus. Ciao.